Was geht, Leute? Willkommen hier zum 4.12.2019 im Monat Dezember. Auch ich melde mich heute mal mit einer kleinen Ankündigung bzw. endlich wichtige Sachen. So. Also, wie ihr sehen könnt, also erstmal in 6 Tagen habe ich Geburtstag, also nächsten Dienstag wisst ihr Bescheid. Ich werde mich sehr freuen, wenn ihr mir gratuliert. Letztes Jahr war noch so viel verrückt, ey, da kamen mir Spenden ohne Ende. Also wirklich, ihr seid Ehrenleute, einfach eine geile, geile Community. Aber darum geht's halt nicht. Aber es wird auch einen Geburtstagsstream geben, das mache ich jedes Jahr. Jedes Jahr mache ich das, mindestens eine Stunde. So, aber das kommt, dazu kommt nochmal ein Video am Montag. Heute geht's nämlich um die Streamzeiten. Bevor ihr jetzt irgendwas liest, direkt wegklickt und sagt, okay, habe ich mir gemerkt, heute gibt's um 19:30 Uhr Assassin's Creed Odyssey. Ich muss hier viel begründen, bevor ihr dann irgendwelche dummen Fragen stellt, dann am Ende wieder ich euch bannen muss, weil diese dummen Fragen kann ich nicht mehr ab. Einfach nur das Video mal zu Ende schauen, dann und gut zuhören. Lehnt euch mal ein bisschen zurück, ne? Lehnt euch zurück und ganz ehrlich, vielleicht schreiben sich auch manche auch die Zeiten auf dem Handy oder als Wecker. Ich kenne sogar Leute, die das machen. Gut, also ich denke, warum gibt es keinen Upload-Plan, also von Videos, weil Videos, wie ihr mich kennt, ich schaffe es nie regelmäßig Videos hochzuladen und ich kann nicht sagen, ich lade morgen um 16 Uhr ein Video hoch, weil Videos dauern einfach mehr. Du musst die Videos bearbeiten, schneiden, thumbnail, bla und bla. Einen Stream startest du einfach und gut ist so, ne? Gut, und zwar, werden sich viele über diesen Plan beschweren, ich weiß, vor allem die FIFA-Fans, die UFC, die Red Dead, die werden sich echt beschweren, ich kann mich mir vorstellen, aber werde ich nicht nachvollziehen können, weil für jeden ist das dabei, deswegen lasst mich einfach das Video jetzt beginnen und begründen, bevor ihr jetzt irgendwie direkt schon kommentiert. Gut, ich fange erstmal mit Montag an. Montag nur 2 Stunden, nur 2 Stunden. Nein, montags gibt es von 19 Uhr bis 21 Uhr Assassin's Creed Odyssey. Ey, ganz ehrlich Leute, weil ich habe das Spiel vor einer Woche gekauft, es ist seit 4 Tagen installiert. Wenn ich ein Ehrenloser gewesen wäre, hätte ich es einfach sagen können, ich scheiße auf meinen Kanal auf Stream, ganz ehrlich. Nur weil da ein paar Zuschauer mir zugucken, ich habe keinen Bock, immer zu warten, bis dann mal hier alle können. Aber ich dachte mir so, nein, komm, scheiß drauf, ich will es im Stream zocken, weil viele sich drauf gefreut haben. Ich habe immer noch nicht angefangen und ich war kurz davor, das Game zu starten. Ich bin so ungeduldig. Also, ja, aber heute gibt es ja auch Odyssey auf dem Kanal, 19:30 Uhr. Dazu kommen wir aber gleich. Aber wie gesagt, montags immer 2 Stunden, 19 bis 21 Uhr, Odyssey. Odyssey gibt es ja auch zweimal in der Woche, weil sonst kommen wir ja nicht voran. Die Kampagne beträgt zwischen 80 und 100 Stunden, die Story-Modus, und wie sollen wir sonst vorankommen, wenn wir nur einmal pro Woche streamen? Dann auch das Game. Das so wird ja nie was. Ich bin auch ungeduldig, weil ich jetzt im Hype bin. So, Dienstag, 18 Uhr, offenes Ende. Offenes Ende heißt, ich kann nicht sagen, dass ihr von 18 bis 19 Uhr euren Track spielt. Woher soll ich wissen, welche Strecke wir Bock haben zu fahren? Deswegen, ich kann nicht jetzt schon im Voraus sagen, wir werden von 18 bis 19 Uhr Euro Truck Simulator 2 streamen. Nicht wundern, dass hier unten nur Euro Truck 2 steht. Reicht, Simulator muss man da nicht schreiben, weil es wäre hier zu eng gewesen. Und Red Dead Redemption 2 natürlich, kann man aber, würde hier alles zu eng sein. Also wundert euch nicht, bevor jetzt wieder irgendwas kommt. Ja, offenes Ende, wir fangen um 18 Uhr an, immer dienstags. Und so lange, bis die Strecke zu Ende ist. Aber ich denke immer ein, zwei Strecken maximal. Weil eine Strecke geht schon so eine Stunde, das reicht dann auch. Aber alles auf dem Hauptkanal. Bis nur hier auf dem zweiten Kanal. Heute, Mittwoch, 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Jetzt denkt ihr euch, wieso diese Zahl, also wieso so eine, ich sag mal, in Anführungszeichen eine ungerade Zahl. Also wieso 19.30 Uhr. Aus dem Grund, weil ich davor Training habe und mich noch ausruhen möchte. Genau, ich möchte mich ausruhen. Ich habe ja bis 18.45 Uhr Training. Bis ich dusche, ist es 19 Uhr, dann nochmal was zu essen machen. Ne, kommt so hin. Wird sogar bei mir schon knapp. Also selbst ich muss mich heute immer nach dem Training beeilen. Jeden Mittwoch. Also 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr Assassin's Creed Odyssey. Ich freue mich mega, mega heute, endlich dieses Game starten zu dürfen. Und ich, ja, würde dann jetzt schon anfangen zu zocken, aber wir warten mal ab, ne? Bis heute im Stream. Vielleicht habe ich schon ein was gezockt. Nein, das mache ich nicht. So. Donnerstags, also morgen, 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr, genau dieselbe Uhrzeit, Modern Warfare Kampagne. Jetzt denkt ihr euch, was ist mit Modern Warfare? Mehr Spiele, also online. Dazu komme ich gleich. Also zum einen geht die Modern Warfare Kampagne sehr kurz, also die werden wir bald fertig haben auf Rony Gaming.
Da will ich das hier löschen und hier wird dann Modern Warfare entweder mehr Spieler kommen oder Red Dead, FIFA 20. Ihr könnt abstimmen. Wenn wir das hier fertig haben, die Modern Warfare-Kampagne, das wird nicht mehr lange dauern. Weil wir gucken mal, von 19:30 bis 21:30 sind 2 Stunden, die wir immer streamen. Einmal pro Woche, immer 2 Stunden Modern Warfare. Dann haben wir das ja bald fertig. In vielleicht 2, 3 Wochen. Weil 2, 4 kommen, ja, doch. Bestimmt. Ich kill immer alles sehr schnell. Na, könnt ihr hinkommen. Das heißt also, ihr könnt ja schreiben, was soll stattdessen, wenn wir das fertig haben, was soll kommen? Hier sind alle Spiele nochmal. Kein GTA, weil GTA gibt's hier. Kein Eurotruck und. Doch, eigentlich alles. Komm, ihr könnt alles schreiben, was ihr sehen wollt. Alles. Aber GTA wäre ein bisschen sinnlos, wenn es hier Red Dead gibt, UFC 3. Ihr könnt dann, wenn wir die Kampagne fertig haben, entscheiden, was stattdessen kommen soll. So, Freitag gibt's das, was alle sich wünschen: GTA 5 Online. Um 20:30 Uhr. Warum 20:30 Uhr? Weil ich davor Training habe und es nicht schaffe. Also um 20:30 Uhr gibt's ein GTA 5 Stream. Auch da offenes Ende. Ich kann nicht sagen, wie lange wir GTA zocken, solange wir Bock haben. Genau. Kurz und knapp, dazu brauche ich nicht viel zu sagen. 20:30 Uhr kommt vorbei, ne? Wenn wir viele sind, machen wir geile Sachen. Wenn wir wenige sind, machen wir halt Missionen. Wie immer. Ist samstags, 19 bis 20 Uhr. Wir reden über Themen. Wir reden einmal pro Woche über Themen, die ihr im Chat reinschreiben könnt. Wir entscheiden immer spontan, über welche Themen wir reden. Egal, ob es aktuelle sind, ob es wichtige Themen sind, das, was euch am Herzen liegt. Hier steht jetzt Games und Streamzeiten spontan. Das heißt, kann ja sein, dass ich mal an einem Tag Bock habe, um 15 Uhr bis 16 Uhr zu streamen, also am Samstag von 15 bis 16 Uhr GTA. Kann ja sein, so als Beispiel. Also, aber das steht auf jeden Fall fest und das hier immer nach Lust und Laune und ja, spontan halt, ne? Sonntags-Stream-Zeiten, so wie die Games spontan. Das heißt, ich habe Sonntag einfach gedacht, Sonntag ist immer so ein Tag, da haben viele keinen Bock. Deswegen dachte ich mir, ich werde euch keine Zeit Sonntag nennen, wann ich ungefähr live bin. Einfach dann, wenn ich Lust habe. Das ist ja nicht ungefähr hier, das ist ja alles, das wird, der Plan wird durchgezogen. Aber sonntags habt ihr die Chance, alles zu, alles, ne, was ihr wollt. Ich werde den Stream starten und fragen, so Jungs und Mädels, worauf habt ihr Lust? Wenn er sagt FIFA 20 eine Stunde, machen wir eine Stunde FIFA 20. Wer sagt Bock UFC? UFC. Also das wird so der Sonntag so sein. So, wir hören uns heute um 19:30 Uhr. Alle vorbeikommen, 19:30 Uhr, Assassin's Creed Odyssey. Wird richtig geil, mit Schiffen überfallen und vieles mehr. Haut rein.